Hallo ihr Lieben, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr uns gerade zuschaut und ich möchte euch meine beste Freundin vorstellen, Lilja. Ihr kennt Lilja vielleicht sowieso und ihr fragt euch, was mussten du die uns vorstellen? Kennt ja eh jeder, aber vielleicht einige auf meinem Kanal noch nicht. Lilja ist, als ich dich kennengelernt habe, Lilja, warst du Trauerbegleitung. Und Ja. also Trauerbegleiterin und wir haben uns kennengelernt auf einem Kongress, wirklich Frau-Kongress in München 2013, 2014, ja? Und ich Genau. weiß gar nicht mehr genau. Und du hattest über deine wundervollen Mondpferde sprechen wollen, Frauen und Pferde. Und ich will euch gleich sagen, worum es hier geht. Hier geht es um Tierkommunikation. Lilja ist eine traumhafte, wunderbare Tierkommunikatorin. Was immer mit meinen Viechern ist, kriegst du sofort als WhatsApp-Sprachnachricht. Lilja, sag was dazu. Ne? Ja, Genau, so ist es genau in der Tat. Und wir sprechen jetzt ein bisschen über Tierkommunikation. Und wir machen das Video deshalb, weil wir euch Liljas Arbeit vorstellen wollen, weil Lilja wirklich in einer Tiefe und Genauigkeit mit den Tieren kommuniziert, die ich so krass noch nie irgendwo erlebt habe. Du lebst in der Bretagne, mitten im Nix, mit einem Haufen Viechern. Wie bist du zur Tierkommunikation gekommen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Susanne. Schön, dass wir jetzt hier nach langer, langer Zeit mal wieder gemeinsam sprechen öffentlich. Vielen, vielen Dank dafür. Als erstes würde ich gerne sagen, also ich benutze das Wort Tierkommunikation nicht, denn es gibt ja unendlich viele Tierkommunikatoren da draußen, die das wirklich über Jahre gelernt haben und es auf ihre Art und Weise machen. Da möchte ich auch gar nicht irgendwie in die Quere kommen, denn ich habe mein eigenes Tool da sehr entwickelt und ich nenne es mediales Aufstellungstiergespräch. Ein bisschen langes Wort, aber es hat sich halt daraus entwickelt, dass ich eben seit 30 Jahren schon alles Mögliche systemisch aufstelle, dann auch meine eigene Aufstellungsmethode entwickelt habe, einfach eine Mixtur, sehr experimentell, mit dem ich halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, und ich habe natürlich auch ganz, ganz viele andere Sachen aufgestellt. Jetzt nicht nur Menschen, sondern die Tiere gleich damit, sehr, sehr oft sogar Situationen, Objekte, Plätze, alles Mögliche. Unsere Und Aufstellungssessions fehlen mir sehr. mir auch. Lustvolle, experimentelle Aufstellungssessions Genau. und Freundinnengeplauder. Genau, das ist auch wirklich so mein Tool. Ich habe auch Ausbildungen damit gegeben zum medialen Aufsteller. Und jetzt, als mich nach meiner einsamen Phase oder Eremitenphase hier in der Bretagne, wo ich einfach gar nicht mehr großartig gearbeitet habe, haben mich die Pferde halt wieder wirklich zurückgerufen, dadurch, dass meine Stute halt eine tiefe Wunde entwickelt hat, die mich erstmal sehr erschüttert hat. Und ich bin tatsächlich dann wieder auch gerufen worden, mit den Pferden zu gehen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn am besten anbieten? Und irgendwie hat es sich aber auch so ergeben, weil ich halt immer wieder angefordert werde, ob ich mich mal reinstellen kann oder ob ich mit einem Tier sprechen kann. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist jetzt wirklich für mich ein Tool, was ich zutiefst liebe. Ich habe dann auch gemerkt, da geht es lang einfach von den Energien her. Und was ich jetzt, seitdem ich damit online gegangen bin, öffentlich gegangen bin, erlebt habe auch an Tiergesprächen, das hatte eine so große Tiefe, dass es mich selbst sehr, sehr, sehr berührt hat und wo ich gemerkt habe, okay,
da muss ich weitergehen. Es ist aber nur ein Tool von dem, was ich anbiete. Aber Du eigentlich mein größtes Tool, mein bist liebstes Tool. Schamanin, du bist alles, was, ach Gott, was haben wir schon ein Zeug zusammen gemacht, oder? Ja, genau. Absolut, du bist ja in jeder Ja. Hinsicht vollumfänglich verfügbar gewesen und ausgebildet. Und jetzt, ich kenne das gut auch, dass dann bestimmte Themen plötzlich laut und deutlich rufen, auch so ein Ja. bisschen die Aufmerksamkeit bündeln und die Tiere wollen jetzt gehört werden. Und die Tiere Ja. brauchen Ausgebildete, nicht nur in Tierkommunikation Ausgebildete, sondern in Energiearbeit, in Schamanismus ausgebildete Menschen, die dann auch wirklich verstehen, worum es da in der Tiefe geht, worum es wirklich geht, was sie wirklich sagen wollen. Und ich freue mich so sehr, dass du den Tieren jetzt den Raum gibst. Und ich spüre auch das ganze kollektive Tierfeld. Vielleicht spürt ihr es auch, die ihr uns gerade zuschaut, das tief dankbar ist dafür, dass du zur Verfügung stehst. Ja, ganz herzlichen Dank. Da sagst du was, weil ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, dass die Tiere so laut danach rufen und ganz besonders die Pferde wirklich gesehen zu werden. Ja, wirklich gesehen zu werden in ihrer Tiefe und mit dem, was sie mitbringen. Und Pferde werden ja zu allem Möglichen genutzt und auch leider Gottes auch mit missbraucht. Und so vieles wird mit Pferden gemacht, wofür sie eigentlich gar nicht da sind. Und es ist so ein Ruf der Pferde gerade in der Welt, dass sie als das gesehen werden wollen, wozu sie eigentlich gekommen sind. Denn irgendwann in Urzeiten haben wir gemeinsam mit den Pferden gewirkt. Ja, deshalb sind wir auch oft so berührt von Pferden. Und im Grunde genommen sind sie da, weil sie genau das wieder mit uns möchten. Wir stehen ja in einem großen Wandel in der Welt für die Menschheit, für die Tiere, für alles. Und die Pferde möchten helfen. Die möchten sich mit uns verbinden, um eben genau diesen Wandel zu vollziehen, weil sie können es. Sie leben eben aus einer ganz anderen Dimension, was eben viele, viele Pferdemenschen leider gar nicht erkennen können. Und ja, ich fühle da den Ruf, das wirklich in die Welt zu bringen und auch davon zu berichten. Und was ich auch fühle, ist, dass wir jetzt für unsere Ganzwerdung, für unsere Heilung, für unsere Heilwerden, für den Aufstiegsprozess diese Verbindung wieder heilen müssen. Weil Ja. das kannst du jetzt besser. Fragen wir doch das Pferdekollektiv. Hier ist die Stimme. Was hätte das Pferdekollektiv jetzt zu sagen? Ich werde mich mal kurz verbinden. Aber die Stimmen sind auch sehr, sehr, sehr laut, ja. Die Pferde sagen, ihr Menschen, ihr habt leider vergessen, wofür wir wirklich an eurer Seite sind. Wir sind dafür da, euch in andere Bewusstseinsfelder zu tragen. Nicht auf unserem Rücken, sondern mit unserer Energie. Wir sind dafür da, mit euch gemeinsam in Heilung zu gehen, in ganz neue, im Grunde genommen alte Räume, die sich jetzt öffnen, Räume der Heilung, Räume der Liebe, Räume der Multidimensionalität, Räume, wo neue Welten kreiert werden, wo neue Welten etabliert werden und wo wir gemeinsam in einer ganz tiefen Herzverbindung, neue Welten ins Leben bringen. Das ist eigentlich, wir sind Tore, sagen sie, wir sind Portale, wir sind Türöffner für diese neuen Welten. Und es geht nur, wenn wir zutiefst erkannt werden, wenn wir wirklich gefühlt werden als das, wofür wir gekommen sind. Und wenn ihr euch von eurer Herzkraft, die ja auch in euch wieder erwachen muss,
zutiefst mit uns verbindet, dann ist alles möglich. Dafür sind wir da. Ja. Es gibt noch so viel mehr. Ich könnte da eine Stunde sprechen, aber das ist so die Essenz. Ja. Was ein Glück haben die Pferde dich. Und was ein Glück für euch habt ihr, Lilia. Vielen, vielen Dank. Es gibt wirklich so viele gute Pionierinnen gerade in der Pferdewelt, die eben für diese neuen Welten gehen. Das ist unwahrscheinlich schön zu sehen. Und das kommt immer mehr, bekommt auch immer mehr Raum. Und selbst in der Pferdewelt beginnt eine leise Welle. Die Pferdewelt beginnt sich zu verändern, von ganz tief innen und unten her. Aber es ist nicht mehr aufzuhalten. Und es läuft ja auch schon relativ lange. Jetzt wird es nur langsam sichtbar. Genau. Jetzt kommt es da an. Ne, das ist so wie, jetzt bricht der Keim durch Ja. die Erde. Jetzt sieht man das Grüne. Aber der wurde ja schon vor langer Zeit gelegt. Diese Pioniere werden jetzt sichtbar. Und jetzt kommt es ins kollektive Bewusstsein. Ich hatte nie ein Pferd aus genau dem Grund. Ich liebe Pferde. Und weil ich Pferde so sehr liebe, hatte ich immer das Gefühl, ich kann mit diesem Pferd nicht so umgehen, wie üblicherweise damit umgegangen wird. Und dann habe ich dich kennengelernt mit deinem wunderschönen Mondpferdehof direkt am Haus, der Offenstall. Und da habe ich gedacht, wenn überhaupt Pferd, dann nur bei dir, Lilia. Und dann kam mir auch sehr, sehr schnell meine Zuckerschnute, meine Calmera. Und dann zogst du in die Bretagne, du Nuss. Ja, ich weiß. Gott. Ja. Mach du, werd glücklich, wo immer du glücklich werden willst. Aber wow, du fehlst, meine Güte, du fehlst. Ja, ich vermisse es auch sehr, gemeinsam mit dir vor Ort zu sein und hoffe, dass du mich bald besuchen kommst. Mal wieder. Unbedingt. Und ja, für mich war es ganz wichtig, in die Bretagne zu Absolut. ziehen, weil es eben auch noch mal so viel verändert hat für mich mit den Pferden. Und ich bin ja da auch meinen Weg gegangen, wo ich auch erstmal ein wenig Abstand von der Pferdewelt genommen habe, weil ich ja damals ganz viele Pferde von mir loslassen musste, die ja dann in gute Hände gekommen sind. Und da wurde ich jetzt ganz, ganz klar zutiefst zurückgerufen. Und was du eben schon gesagt hast, ja, es wird jetzt erst sichtbar. Es war ja nie weg. Es war nie weg, ja, aber es hat halt seine Zeit gebraucht. Die Samen sind gesetzt gewesen und jetzt kommen die ersten Pflänzchen hoch und wachsen zu starken Pflanzen heran. Und wir Und selbst das. mussten ja auch auf so vielen Ebenen erstmal heilen und wieder ganz werden. Was heißt wieder? Genau. Zum ersten Mal im Körper so Das ganz ist ein ganz werden. wichtiger Aspekt, Genau. den du jetzt nennst. Ja. Genau. Genau. Und wir sind ja zum ersten Mal im Körper, in diesem Bewusstsein, vollständig und ganz, ohne irgendwas abzuspalten, in der Schwingung, in der wir jetzt gerade sind. Ich bin ganz sicher, wenn dann die nächste Welle anrollt mit der nächsten Dimension, dann gucken wir, ach du großer Gott, und wir haben gedacht, das wäre ganzheitlich, ja. Aber für den Moment, finde ich, ist es ganzheitlich genug, ne? Genau. Ja, Und, genau. genau. Und ihr Lieben, wir haben jetzt viel über Pferde geredet, Lilia, aber du hörst jedem Tier zu. Ja, absolut. Also ich habe jetzt ganz viel auch für Hunde gemacht, für Katzen und gerne für jedes Tier, ob Ameise oder Marienkäfer und auch fürs Kollektiv sehr, sehr gerne. Und auch in Ausnahmefällen auch gerne Menschen, wobei ich mich schon jetzt auf Tiere spezialisiere. Und das beinhaltet ja immer, dass der Mensch mit einbezogen ist. Und eins meiner Highlights in der in dem Aufstellungstiergespräch ist einfach, dass ich mir das Energiefeld des Tieres anschaue und auch, wie wirken die Energiefelder von Mensch und Tier im gemeinsamen Zusammenschwingen. Was verändert sich dadurch? Was geben die sich? Was braucht es vielleicht? Oder was kann man da lesen? Ich lese also die Energiefelder. Und das ist auch
Höchst spannend. Lies mal meins mit Calmera. Hast du schon tausendmal gemacht? Ich weiß es. Damit ihr seht, was meinst denn du damit? Ja. Also, das Energiefeld von Calmera trägt die Hauptfarbe rosa. Rosa, richtig girly-mäßig rosa. Ein bisschen gelb. Natürlich verändert es sich, ne? Also das Energiefeld verändert sich ja am laufenden Band, aber das ist die Essenz von Calmeras Aura, von Calmeras Energiefeld. Es ist sehr schön geöffnet, es pulsiert, es kommen auch immer wieder Regenbogenfarben herein. Gelb zum Beispiel steht für Klarheit, rosa steht einfach für eine unglaublich feine Herzheilung. Calmera hat eine Süße in sich, ja, die, das kennst du ja sicherlich, Susanne, das fühlst du ja, die ganz doll bezaubern kann. Und sie hat aber auch die Stärke, deshalb das Gelb, sie hat eine Klarheit, sie hat auch eine Stärke, also man sollte sie auch nicht unterschätzen. Und diese wunderschönen Regenbogenfarben kommen bei ihr immer wieder rein und pulsieren, weil sie ganz, ganz stark mit dem Feld der Einhörner, das ist ihre Seelensignatur, verbunden ist. Ja, und die Einhörner haben eine sehr, sehr fein schwingende Seelensignatur, ein sehr fein schwingendes Energiefeld, was sich auch eben im Körperlichen ausdrückt, dass sie sehr fein Schwingungen extrem aufnehmen, dass sie aber auch, Einhörner sind auch einfach für Heilung da. Ja, die Signatur der Einhörner trägt eine große Heilungsenergie mit sich. Einhörner wollen sich zutiefst mit ihrem Menschen verbinden. Sie leiden richtig stark darunter, wenn sie sich nicht mit ihrem einen Menschen zutiefst verbinden können. Und jetzt holen wir dich mal dazu. Wie kann es anders sein? Also dein Energiefeld, Susanne, ist von ähnlichen Farben, von ähnlicher Prägung. Auch sehr viel rosa, Herzheilung, inneres Kind, womit du ja auch arbeitest. Gelb als Klarheit hast du auch sehr. Bei dir ist noch mehr Weiß mit drin. Es ist noch ein wenig pastelliger. Bei dir kommen auch die Farben, ja, violett, dunkelblau, aber in zarterer Kombination mit in deiner Aura. Das schwingt mit in deiner Aura. Für ein hoher Schwingungskanal für Spiritualität. Und jetzt schaue ich mir mal an, wenn ihr beide miteinander agiert. Und ich kenne ja auch viele gemeinsame Situationen, wo ich dich erlebt habe mit Calmera oder auf Fotos auch. Und da habe ich jetzt vorher noch nicht reingeguckt und oh wow, ich bin mal wieder geflasht, weil diese Aura wirklich wie sich ineinander fügt. Ihr werdet eins. Und da kriege ich jetzt auch eine Gänsehaut. Also ihr werdet wie ein Energiewesen. Ihr seid richtig, ihr verschmelzt fast miteinander. Natürlich nicht immer und natürlich gibt es auch, ne, wir wollen ja hier ganz geerdet sein. Es gibt auch Situationen, wo das dann hakt und so, aber ich rede jetzt hier wirklich von der Essenz, die am tiefsten miteinander schwingt. Ja, und da ist es wirklich dieses Energiefeld, ihr werdet ein Energiefeld in wunderschönen Farben. Da ist alles an Farben drin. Das ist das ganze Spektrum. Und
Ihr seid im Zentrum dieses Energiefeldes. Das ist total schön zu sehen. Und dieses Energiefeld hat wirklich, das habe ich dir ja auch schon oft gesagt, aber es kommt jetzt auch mal gerade noch mal sehr stark hoch, dieses Girly, dieses mädchenhafte Miteinander schwingen, was ihr hier habt, wird hier sehr stark sichtbar. Ein wunderschönes sich guttun, sich aufeinander einlassen, miteinander Blödsinn machen, miteinander dies und jenes machen, die Natur erleben und dadurch heilen. Dadurch ganz, ganz, ganz viel Herzheilung und Herzenergie kreieren. Ja. Das ist jetzt erstmal so mal eben ad hoc. In das Feld haben wir noch nie reingeschaut, gell? Weil ich Nein, dich ja immer nur noch nicht. frage, was sagt denn die Kamera, die bleibt plötzlich stehen beim Reiten. Ne? So. Genau. Haben wir noch nicht, da hast du mich jetzt auch voll reingeworfen, aber Ich schön. Ja, weiß, so ich wird weiß, es ich ja weiß, sein. ich weiß. Du, ich wollte einfach mal testen, ob sie es wirklich kann. Genau. Schatz, ich liebe dich. Ah, Danke, mach danke, ich dich auch. danke, Ja, danke. so ist Mann, es. Mann, 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 Mann. Ja. Leute, bucht meine beste Freundin. Ja, Das ist der vielen Dank. Werbeblock. Was mir noch wichtig ist zu sagen, weil ich merke so in der Pferdewelt, ich bin ja jetzt auf Instagram, wo mein Account Mondpferde mit zwei O ist. Verlinken wir. Genau, werden wir verlinken. Ich merke immer wieder, ich bin in Kontakt mit sehr vielen Pferdemenschen. Und ganz schnell oder viele haben Angst, sich für dieses Feld zu öffnen, aus Angst in eine esoterische Schiene hineingepresst zu werden. Ja, also Pferdeleute, die auch gerne was verändern möchten, die auch Accounts haben, sehr wertvolle Accounts. Und ich fühle da meine Aufgabe, wirklich da zu stehen und die tiefsten Weisheiten zu erzählen, aber eben auf einer ganz, ganz geerdeten Ebene. Und zu sagen, das hat, ich meine, jetzt müssten wir erstmal untersuchen, ne? Was heißt denn überhaupt esoterisch? Ich meine, aber du weißt, was ich meine. Man wird dann oft in so eine Ecke geschoben und das ist es überhaupt nicht. Das ist das geerdetste, wundervollste, was wirklich tief durch den Körper hinein bis in Mutter Erde läuft. Und wie du es ja eben auch gesagt hast, diesmal alle Sachen, alle Aktionen im Wandel der Welt geht vollständig über unseren Körper. Wir können unseren Körper nicht da lassen. Es geht nur geerdet. Ja, es geht jetzt bis in die tiefsten Schichten. Und Ich sehe hier das ist es. an der Stelle vollkommen anders als du, meine Liebe. Okay, dann bitte erzähle. Das ist mir nicht nur egal, das ist mir scheißegal, ob das Ja. esoterisch ist oder nicht. Esoterisch ist die Lehre vom Innen. Genau. Eine der heiligsten Lehren, die es gibt. Ja, genau. Wenn wir dafür in der Ecke stehen, ich gehöre genau dahin und es ist bei Gott keine Ecke mehr. Oder sagen wir es mal so, vom Das sehe Bild ich her das sehe ich so, genauso. vom Bild her sehe ich so. Ja. Ja, es ist eine Ecke. Das sieht aber nur so aus. In Wirklichkeit öffnet sich die Spitze der Ecke und es wird ein Tor. Absolut, ja. Insofern, ich sag's mal ganz brutal und ich meine es auch so, wer Angst hat, in die ESO-Ecke gedrängt zu werden, der steht noch nicht zu sich. Ganz einfach. Weil Genau ab darum einem gewissen geht's. Punkt Ja. interessiert einem das überhaupt nicht Eben. mehr, wer uns in eine ESO-Ecke drängt, der hat einfach überhaupt nichts kapiert. Und ich lasse mich da gerne reindrängeln, weil genau da ist das Tor. Ich lächle dann nur und sage, ja, so hast du vollkommen recht. Das stimmt. Also Susanne, du hast gar nicht so eine andere Meinung, weil ich bin Ich weiß, da dass du genau das auch. Gleiche so siehst, das weiß Ne? ich doch. Es geht mir nur darum, dass da auch anderen Pferdemenschen mehr Mut zu machen und mehr durch mein Beispiel und durch dessen, dass ich mich hinstelle und diese ganzen Wahrheiten raushaue und das so benenne und es mir eben scheißegal ist. Ja, ob jemand mich in irgendeine Ecke da presst oder nicht. Und So einen da Quatsch kann das man einfach Beispiel keine zuzugeben. Rücksicht mehr nehmen. Die Zeiten sind Nein, vorbei.
Also Nein, die sind sie gab es auch. noch nie. Okay, es gab sie, aber in den Zeiten, als es gefährlich war, haben wir uns halt ein bisschen zurückgezogen. Aber die Zeiten sind vorbei, sich zu scheuen, sich mit dem zu zeigen, was wir fühlen und was wir denken. Wer heute noch Angst davor hat, ja, dann arbeite an deinem inneren Kind. Kann es nicht anders sagen. Ich habe da Genau überhaupt das. kein Sorry, ja, das ist ja, dann was sollen die anderen? Ja, was sollen die anderen? Das war ja schon immer so. Nichts Neues unter der Sonne. Ich höre dich und ich finde es traumhaft und wunderbar, dass du gerne das Ganze, dass du da einen roten Teppich ausrollst und sagst, probiert's einfach mal aus. Gleichzeitig spüre ich, wenn wir allzu sehr die Menschen abholen müssen, dann sind Passt sie es nicht. auch nicht bereit für die Botschaften. Absolut, ich stehe da voll zu dem, was du da auch meinst und sagst. Das sehe ich auch so. Ja, steht für mich jetzt auch nicht im Widerspruch. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, gar Sondern, nicht. Ich, ne? wir, wir reden ja auch nicht nur jetzt hier Freundinnen-Talk. Wir zwei müssen Nee, da überhaupt nee. nicht drüber reden, ne? Sondern Genau. wir reden ja, ne? So ein bisschen, dass ihr euch mit. Wir müssen Ja. aufpassen, Lilia, dass das hier nicht so ein Dass Freundinnen. es nicht zu privat wird. Ja. Nein, mir ist es ganz, ganz wichtig. Ich meine, Ja. ich schreibe für den Schirner Verlag Bücher. Der Schirner Verlag ist der erste spirituelle Verlag, den es überhaupt jemals im deutschsprachigen Raum gab. Da steht. Mein erstes Buch war Loslassen und Vertrauen lernen in Rosa. Ja, also wir müssen unsere Prioritäten setzen. Und die Prio liegt immer Absolut. auf uns und auf der Kommunikation und nicht auf dem, was irgendwelche Leute irgendwie komisch meinen. Ja, irgendwann, und da sind wir jetzt, können wir nicht mehr in beiden Welten zugleich leben. Weil wir sonst die Welt der Energie, es ist ja eine Energiewelt, über die wir da sprechen, weil wir die Genau. Energiewelt sonst nicht in ihrer vollumfänglichen Kraft wahrnehmen können, wenn wir immer noch einen Fuß haben im Oh Gott, ja, oh Gott, ne? Das machen wir nicht mehr, ihr Lieben. Das habt ihr nicht mehr nötig, das brauchen wir nicht mehr. Außerdem müsst ihr ja nicht drüber reden. Es geht ja nur um dich dabei. Du kannst ja mit Lilja einfach sprechen und dann machst du es anders. Da musst du ja nach außen hin gar nichts von kommunizieren. Ich renne ja jetzt ab heute nicht auf dem Hof rum und schreie, unsere Aura ist rosa, unsere Aura ist. Das mache ich jetzt mal nicht. Da würde der Bauer vermutlich auch sagen, ja, meine Liebe, ich habe mir es schon gedacht, jetzt weiß ich es. Ne? Genau. Habe ich Ja. jetzt schon angesehen. Nutzt die Möglichkeit, weil Ist Lilia, nichts mehr hinzuzufügen. weil du warst ja schon sehr, sehr intensiv für Menschen da. Im Moment rufen dich die Tiere. Wer weiß, was dich nächstes Jahr ruft? Wir wissen es nicht. Nein, wissen Ja? wir nicht. Ja. Deshalb nutzt die Gelegenheit jetzt. Es ist nicht, dass du sagst, naja, das mache ich in 10 Jahren immer noch. Das weißt du noch nicht. Nein. Ich gehe immer mit dem, was sich zeigt. Und das kann sich auch immer wieder ändern. Und es ist gut, wenn sich das immer wieder ändert. Und Und jetzt jetzt ist ist meine gerade der Raum Aufgabe für die halt das. Tiere. Jetzt Genau. ist das. Also nutzt es jetzt. Liebste Freundin, wir beenden jetzt mal hier dieses offizielle Gespräch. Und führen unser privates Gespräch wie üblich weiter. Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Liebe, für deine Freundschaft, für deine Kompetenz. Und immer wieder ist es wundervoll, mit dir zu reden, auch so öffentlich. Danke, danke. Ich danke dir auch. Und ihr Lieben, wenn ihr euch berührt fühlt, wenn ihr spürt, oh wow, die Lilia hat da was, die weiß da was, die hat da einen Zugang zu etwas, dann habt ihr erstens recht. Und zweitens, dann kontaktiert sie. Die Kontaktdaten stellen wir euch natürlich unten drunter. Danke, liebste Freundin. Ich danke dir und wünsche allen einen schönen Tag noch. Dankeschön. Bis Danke. ganz bald.